ein bedeutsames Verfahren. Er ist der Hauptangeklagte, stand mit 4 Helfern seit September vor Gericht. Der Erfurter Arzt Marc Schmidt gab sich einsichtig, legte ein umfassendes Geständnis ab, vor allem zum Blutdoping. Man muss sehen, dass dieses Strafverfahren unter den besonderen Bedingungen der Corona-Pandemie durchgeführt werden musste. Gegen Ende des Verfahrens war klar, dass die Beweisaufnahme sich noch relativ lange wird hinziehen werden, wenn sämtliche Einzelpunkte geklärt werden müssen. Deswegen hat die Staatsanwaltschaft auf einen Teil dieser Anklagepunkte untechnisch gesprochen verzichtet. Etwa 100 Fälle des Blutdopings mit 7 Winter- und 5 Sommersportlern blieben. Ein besonderer Fall im ganzen Prozess dieser hier. Die frühere österreichische Mountainbikerin Christina Kollmann-Forstner sagte als Zeugin aus, sie sei eine Art Versuchskaninchen gewesen. Es ging um ein Pharmapräparat zum Ersatz des Eigenbluts. Das Problem? Schmidt irrte in der Substanz. Die Doperin erlitt kurzzeitig schwere Nebenwirkungen. Bei einzelnen Angeklagten stehen durchaus Bewährungsstrafen und bei einem Angeklagten möglicherweise auch eine Geldstrafe im Raum. Am Ende profitieren die Angeklagten dieses Pilotprozesses wohl von mehreren Umständen. Viele der fast 2 Dutzend ausländischen Zeugen erschienen nicht. Nachgefragt bei meinem Kollegen Hajo Seppelt in München. Herr Seppelt, mehr als 4 Jahre Haft, also für den Hauptangeklagten, war das Urteil so erwartet worden? In etwa. Man ging davon aus, dass es 5 Jahre Haft sein würden, ohne Bewährung. Jetzt sind es 4 Jahre und 10 Monate. Das liegt also, wenn man so möchte, im Rahmen. Dazu gibt es noch ein 3-jähriges Berufsverbot für Marc S., Marc Schmidt, den Arzt aus Erfurt, der ja schon seit vielen, vielen Jahren in der Sportszene, vor allem im Radsport, später auch im Skilanglauf, als Arzt tätig gewesen ist und darüber hinaus ja, wie wir inzwischen wissen, ein riesengroßes Dopingnetz betrieben hat. Er war quasi die Schaltstelle, das sich über einige Teile Europas doch recht weit ausgebreitet hat. Auch aufgrund Ihrer Recherchen ist es heute zu diesem Urteil gekommen. Was bedeutet dieses Urteil denn jetzt ganz allgemein für den Sport? Das ist ein Urteil durchaus von historischer Dimension. Im Jahre 2015 ist das Anti-Doping-Gesetz verabschiedet worden in Deutschland, das also auch das Doping, das Verabreichen von Dopingsubstanzen, das Verwenden von Dopingmethoden, aber übrigens auch das Selbstdoping unter gewissen Umständen unter Strafe stellt in Deutschland. Es war ja früher immer ein riesengroßes Problem, an die Hintermänner ranzukommen. Es hat immer geheißen, wir müssen strafrechtlich danach justieren. Wir brauchen in Deutschland eine Gesetzgebung, die eben auch die Drahtzieher des Dopings in den Fokus rückt. Und dieses Urteil, was wir jetzt hier in München haben mit 4 Jahren und 10 Monaten gegen den Hauptangeklagten aus Erfurt, zeigt also, dass dieses Anti-Doping-Gesetz eben auch greift, dass es auch wirksam ist und dass es eben Konsequenzen hat im Sport, weit über das Sportrecht hinaus, wenn man sich hier schuldig macht im Sinne des Anti-Doping-Gesetzes also. Und das ist insofern ein Fortschritt auch für die Bekämpfung des Betrugs im Sport. Der angeklagte Arzt, der hatte ja im Vorfeld zugegeben, der Kopf der Dopingbande gewesen zu sein. Inwiefern hatte das denn irgendwelche Auswirkungen auf das Strafmaß? Die Vorsitzende Richterin hat gesagt, dass er sich ja umfänglich eingelassen hat. Und insofern hatte das auch sicherlich Ausfluss oder Einfluss auf das Strafmaß. Wir sprechen hier von 4 Jahren und 10 Monaten. Es hat ja vorher geheißen, es könnten auch über 5 Jahre werden. Insofern ist das offensichtlich mit in der Strafzumessung berücksichtigt worden. Was hat ihn denn da angetrieben, so etwas überhaupt zu machen, solch ein Doping durchzuführen? Wissen Sie das? Nun, er hat im Verlauf des Prozesses mehrfach gesagt, dass er es aus Liebe zum Sport gemacht hat. Und das sollte als Argument dafür gelten, dass er möglicherweise hier eben nicht mit Profitinteresse gehandelt hat. Das hat aber die Vorsitzende Richterin nicht gelten lassen. Sie hat gesagt, Liebe zum Sport kann das eine sein, gewerbsmäßiges Handeln kann das andere sein. Und man ist hier der Auffassung gewesen, dass sehr wohl der Hauptangeklagte ein Ziel damit verfolgte, nämlich Geld zu machen, um es mal ganz simpel zu sagen. Und das sieht man ja auch allein daran, dass hier es um 150.000 oder glaube ich sogar 158.000 Euro insgesamt gegangen ist, die jetzt hier ihm angelastet worden sind, die er sich quasi zu Unrecht erschlichen hat und die natürlich dann auch wieder zurückgehen müssen. Also das hat er auch noch auf dem Buckel. Sie haben es gerade schon angesprochen, seit 2015 gibt es das deutsche Anti-Doping-Gesetz. Können Sie absehen, wirkt das angesichts auch der Taten des Angeklagten?
Ich würde schon sagen, dass es in diesem Fall gewirkt hat, aber man muss sich bitte nichts vormachen. Das ist ein singulärer Fall, den wir hier in München erleben. Es ist bisher so, dass das Anti-Doping-Gesetz seit 2015 in Kraft, seit 2009 gab es bereits das Arzneimittelgesetz, in dem Doping als Tatbestand auch inkludiert war, wenngleich auch viel weniger, als das 2015 der Fall gewesen ist. Und der ganz große Teil der Straftaten, die verfolgt werden in Sachen Doping, bezieht sich auf den Breiten- und Freizeitsport, aber nicht auf den Spitzen. Sport. Insofern muss man ganz klar sagen, die Omerta, die Mauer des Schweigens, die gibt es nach wie vor im Spitzensport. Es ist immer noch sehr, sehr schwierig, an die Hintermänner heranzukommen. Das gelingt nur, weil das Anti-Doping-Gesetz dafür Möglichkeiten schafft, beispielsweise, dass man eben auch Telefone abhören kann, dass man auch E-Mail-Verkehr sich anschauen kann, seitens der Ermittler also an diesen herankommt. Und wenn das übrigens nicht der Fall gewesen wäre, andererseits auch wenn der Hauptangeklagte nicht geständig gewesen wäre, dann wäre es möglicherweise zu diesem Prozess nie gekommen. Kurz noch nachgefragt, viele hatten auf ein abschreckendes Exempel für Athleten und Hintermänner durch das Urteil gehofft. Ist das Ihrer Meinung nach so gekommen? Das lässt sich jetzt natürlich noch nicht sagen, denn wir haben das Urteil ja jetzt gerade erst. Ob das in Zukunft dazu führen wird, dass Sportler abgeschreckt werden oder noch mehr, ob Hintermänner dann am Ende es nicht mehr riskieren, solche Geschäfte zu machen, das wird die Zukunft zeigen. Allerdings, wie gesagt, ist es unheimlich schwer für die Ermittler, an Hintermänner heranzukommen in der Regel. Das hat auch was damit zu tun, dass in diesem Fall eben ein Skilangläufer Aussagen getätigt hat, die das Ganze ins Rollen gebracht haben. Wenn es diese Whistleblower im Sport nicht gibt, dann wird man auch in der Zukunft diese Prozesse eher als Ausnahme sehen. Hajo Seppelt, vielen Dank für diese Informationen nach München.